So, gegen den Schamanen. Ja, eigentlich so im groben, großen Ganzen gar nicht schlecht die Hand. Ich behalte die auch mal so. Gucken, was geht. Und wir geben dem jetzt hier zweimal direkt den Netzwerker. Vielleicht wäre der Armani Berserker besser gewesen, aber sollte. Oder könnte jetzt. Wie heißt der Kettenblitz? Nein. Er macht also tatsächlich. Bist du mit dem Erdschock? Oder sowas? Oder denkst du über Gewittersturm nach? Jetzt schon? Warum nicht? Das entfesselt elementar. Ich würde das Fass halt gerne behalten für den Niruba, der hier rauskommt. Ich jage allein. Jetzt verschenke ich natürlich einen Punkt an Angriff. Aber war ja ein super Trick. Ist mir egal. Ey, bitte nicht das einzige Wild hier. Ach, das ist ja eine miese Geschichte, ne? Ich frage mich, ob. Soll ich töten?
Meine Augen sind offen. Übel. Wird sowieso nicht mit dem Feuer Ellie angreifen, auf gar keinen Fall. So dumm wird er nicht sein. Man testet immer erst die kleinen Diener an. Weil man ja nie genau weiß, was das für eine Falle ist. Tja, schön bescheuert. Jetzt mache ich das mal so. Das war's. Entweder hat er jetzt eine Idee oder aber nicht. Aber ich denke schon, dass er da rauskommt. Ein Frosch. Zweites Feuerelementar. Blitzschlag. Mein Gott, da gibt's so viel. Der Schamane hat so viel Removals. Sport. Ich habe monatelang da drin gesteckt. Das ist mies. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Genau das falsche weggehauen. Was hat er jetzt? 6, 9, 10. Ja. Er muss ja was tun, ne? Geschichte. Tja. 3-6. Das hat er gut gespielt.
Ja. Hat auch nicht gereicht. Ich ergebe mich. Ja, weil das gerade gegen den Ruin so gut geklappt hat, hier nochmal eine Wiederholung. Das Licht beschützt mich. Total blöde Mana-Curve, echt. Das ist ja sowas von... Tretet bei oder sterbt oder beides. Ich jage allein. Ist er zu früh? Wird er dafür jetzt den Punkenhieb rausholen? Glaube nicht.
Aber was hat er für 6 Mann? Ah! Okay. Tja. Ist mir jetzt egal, ich bringe jetzt hier ein bisschen was auf das Brett. Ich jage allein. Das Ende naht! Zwei, vier, fünf. Top Deck Kodo. Da hat das dicke Mainline aber Glück gehabt. Da schieße ich dem hier mal 2 vor der Kappe. Zack. Und ich hätte ein Wildtier, was ich jetzt bespotten könnte. Ich lebe. Puh, da haben wir noch mal eins rausgeholt. So, ob wir uns da noch mal in die nächste Runde schummeln können. 2, 3, 4. Eine Curve, ne? 1, 2, 3, 4 ist ja noch getoppt. Das ist das zweite Mal, dass sie den so gegen mich eingesetzt haben. Meine Augen sind offen.
Holy crap. Eure Magie wird euch nicht retten. Sind 13 und ich habe dieses Mal gewinnt ihr. Okay. Geht dann doch wohl noch eine Runde weiter, Leute. Paladin hatten wir heute noch nicht. Da ist das Leuchtfeuer sehr gut. Viele Paladine spielen in der ersten Runde der Arena meistens hier. Wie heißt der komische Verteidiger? Wenn er angreift. Zwei Angriff, ein Leben hat. Aber das und das, also das hätte ich doch ganz gerne bitte anders. Danke. Ich sehe gar nicht ein, dass ich jetzt hier trade. Das wäre mal schlimmer. Panther, so blöde. Eigentlich. Ich frage mich, ob... Hat er jetzt Weihe gespielt für den... Naja, immerhin, ne? Also, schlecht finde ich das ja nicht. Oder der hat so oft Weihe auf Hand, kann natürlich auch sein. Ja, der Friedens... Oh, ja, so. Das Ende. So, jetzt. Schnürschuh. Das ist nämlich bestimmt, wie heißt das? Rächer. Das ist mir aber auch ganz scheißegal, was das ist. So. Rächer, wie ich gesagt habe. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin? 3. Ich würde das am liebsten... Meine Augen sind offen. Ich mach das
so. Schenke ich natürlich ein. Punkt, aber nur gut. Ich habe bestimmt wieder zu laut gelacht. Mit dem 1-2er den 5-1er. Lasst mich nachdenken. Melde mich zum Dienst. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Da kann ich nichts gegen machen. Ich habe nicht mal irgendwie einen Zauberbrecher oder so einen Dreck. Ich frage mich, ob... Hab Vertrauen! Tyrion! Nee, ist klar, Murat. Brechreizerregend schlecht das ist, ne? Ja, das ist jetzt die Frage. Wen bringe ich zum Schweigen? Bringe ich Tyrion zum Schweigen? Warte, aber... Trotzdem 6-6, so. Das ist nur 13. So sind das 4, 9. Gehst du doch auf Nummer Vorsicht? Was ist mit dir? Er geht den sicheren Weg. Okay. Was glaubst du so? Ein Segen der Könige, 10, 15, 18. Oder wie heißt das für ein Mana plus 3 Angriff? Ah, jetzt überlege ich nicht, mach, Junge, du hast das doch im Sack. Lasst mich nach. Feier.
Auch nicht schlecht. Gut gespielt. Dem ist nichts mehr entgegenzusetzen. Ganz klasse. 3 Siege. Aber 50 Gold. Immerhin. Und ein crappy Kartenpack. Golden und selten. Naja, obwohl ich nur 3 Spiele gewonnen habe, hoffe ich trotz alledem, dass ich euch ein wenig unterhalten konntet. Die Hearthstone-Spieler unter euch, die wissen, das kann nicht immer gut laufen in der Arena. Erst gestern hatte ich einen 8er Run mit dem Krieger. Und heute so gerade eben. Naja, was soll ich sagen? Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bleibt sauber, haltet euch senkrecht. Bis dahin, euer Proteus. Ciao.